Genau. Iron Anvil. 20 Eisen habe ich noch. 8 brauche ich nur dafür. Craften wir uns ein. Nummer 3. 3. Anvil kommt hier hin. Und aus diesem Anvil müssten wir jetzt eigentlich hier irgendwo einen Metal irgendwas craften können. Oh verdammt, ich glaube, ich habe schon wieder Scheiße gebaut, Leute. Oder? Iron Anvil. Toymaker's Table. Ah, okay, das ist das Weihnachtsupdate, alles klar. Iron Anvil. Ja, schon, aber... Hier, Metal Workstation, genau. Iron Anvil, dafür brauche ich also ein Iron Anvil, relativ viel Erfahrung und ein Molten Core. Okay, den Molten Core Hammer, den Iron Anvil auch, wir müssen den anscheinend nur wieder abbauen. So, dann mache ich das doch gleich mal. Und dann sind wir gleich auf Level 2 aufgestiegen. A station for producing and making use of various metals capable of producing steel. Ah, okay, damit können wir also Stahl herstellen. Okay. Metalwork. Ach, okay, das ist hier so ein... Aha. So, wie heißt es denn? So ein Hochofen. Okay. Crafte ich mir natürlich gleich. 3 und die kommt hier hin. Die Metalwork Station. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was kann ich damit jetzt craften? Natürlich immer noch die alten Sachen. Hier. Aber jetzt müsste ich hier eigentlich auch neue Sachen craften können, theoretisch. Metalwork Station, hallo? Armor? Ja gut, die habe ich ja schon, oder? Das sind doch jetzt gerade die Sachen, die ich eigentlich schon auch so machen kann. Wenn ich da jetzt nicht komplett... Ach, hier, Copper Pickaxe hätte ich mal eine machen können. Wenn ich jetzt nicht total planlos bin. I can use this to upgrade my ship's engine, allowing flight into the Beta-Sektor. Okay, das kann ich auch schon craften, alles klar. Aber hier, das hier ist auf jeden Fall die Möglichkeit... auf Level 2 aufzusteigen, mehr oder weniger. Jetzt, wo ist denn jetzt hier die Stahl- oder irgendwas Herstellung? Was kann ich denn jetzt hier Tolles damit machen? Human Flag, keine Ahnung, was das kann. Iron Axe, ja gut, das, da konnte ich doch vorher auch schon alles machen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, hat mir das jetzt nichts gebracht. Also vielleicht bringt es auch erst noch später was. Im Moment sehe ich jetzt da keinen Sinn drin. Okay, jetzt mal schauen, wie komme ich jetzt hier in eine neue Welt? So, ich habe jetzt hier natürlich meinen Heimatplaneten, Alpha und dieses Asteroidenfeld. Aber ich kann doch hier auch irgendwo Set Home Go, Find Random. Ich muss doch hier jetzt irgendwo auch weiterkommen. Oder brauche ich da, wie gesagt, erst dieses Teil, das ich hier craften kann? Schaden tut's ja nicht. Für irgendwas werde ich es bestimmt brauchen. Beziehungsweise, ach, wahrscheinlich hier, okay. Wahrscheinlich konnte ich das Teil hier mit meinem alten noch nicht herstellen. Und damit kann ich dann in den neuen Sektor fliegen. Das könnte sein. Okay, aber jetzt crafte ich das auf jeden Fall mal. So, was mache ich jetzt damit? Was genau mache ich jetzt damit? 3? Kann ich das jetzt hier irgendwo hinbauen oder so? Nee. Oder habe ich das jetzt einfach? Und kann dadurch... irgendwo Neues hinfliegen. Ne, hier jetzt. Bringt es mir hier irgendwas? Ne, da kann ich nur Fuel auftanken. Moment mal. Fuel auftanken muss ich sowieso. Habe ich denn meine Kohle hingepackt? Oder kann ich hier auch Holz reintun? Hier kann ich doch bestimmt auch Holz reintun, oder? Egal, hier Kohle. Moment, nehme ich mal die Hälfte. Pack die hier rein. Fuel. So. Passt. 16 habe ich drin. Kann ich jetzt hier was Neues auswählen vielleicht? Ne. Wie kann ich denn hier jetzt ein neues Sternensystem auswählen? Find random. Go set home. Go home. Und wenn ich das jetzt mal set home mache. Okay, dann ist das jetzt mein Heimatplanet. Ich will aber nicht go home im Moment. Find random. Aha, okay. Alpha, Alpha, Alpha. Ach, okay, hier kann ich überall hin. Alpha Sektor. Moment. Okay. Ach, da kann ich jetzt überall hin, oder was? Was heißen diese verbundenen Sachen? Sind es irgendwelche Sternzeichen oder so? Alpha-Sektor, oh mein Gott. Hier hat es ja auch schon so viele Sachen. Oh Gott. Okay, also ich hätte auch da von Anfang an gleich woanders hinfliegen können. Ich hätte mich da gar nicht in meinem Eisplaneten rumärgern müssen, vermutlich. Moment, wie komme ich denn wieder zurück?
Plus. Ich will zoomen. Moment, nochmal raus hier. E. E. Okay, wie heißt denn hier? Alpha Forut 774. Okay. Find Random. Alpha Forut 774. Keine Ahnung, ich hab's ja als Z-Home landmarkt, also gekennzeichnet. Da müsste ich doch jetzt eigentlich, wenn ich hier auf Go Home gehe, sofort wieder hinkommen automatisch. Obwohl ich auch gar nicht hierhin zurück will eigentlich. Ja, ich will jetzt aber nicht in Alpha, ich will in Beta-Sektor. Will ich jetzt einfach. Ich habe jetzt hier das Teil dazu gecraftet extra. Hier oben, das hier. I can use this to upgrade my ship engine. Allowing flight into the Beta-Sektor. Dann kann ich das hier vielleicht machen? Tech? Nee, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob man hiermit überhaupt schon mal... Ah, hier, Human Flag. Okay, Level. Scanned. Objects scanned are destroyed. Search. Okay, ja, schön. Was bringt das? Das ist der Locker. Ja gut, wo ist denn mein Engine? Hier ist mein Engine. Wie kann ich denn das aufbessern? Hier. Ah! Okay. Star Map updated. New blueprints have been unlocked. Okay. Star Map updated. New data has been uploaded to your ship's navigation systems. Select the Beta Sector from the top of the navigator when in Galaxy View to advance. Okay, also unsere Sternenkarte wurde geupdatet. Wir haben neue Daten hochgeladen zu auf unserem Schiffsnavigator-System, also auf unserem Navigationssystem vom Schiff. Und wir können jetzt den Beta-Sektor auswählen, um ja, in der Galaxie weiterzureisen und um uns aufzubessern, also um zu advancen, um fortzuschreiten, um weiterzukommen. Sehr gut. 5, das esse ich jetzt gleich mal. Und nochmal. Und nochmal. So, jetzt ist er wieder fit. Und was sagt denn hier unser Quest eigentlich? Nichts. Okay, wir haben keine Quests mehr. Interessant. Egal. Gut. Also, wir haben unser Schiff geupgradet. Sieht hier jetzt irgendwas anders aus? Ich glaube nicht, oder? Wenn doch, habe ich was verpasst. Aber, nee, sieht, glaube ich, genauso aus wie vorher. Okay, dann schauen wir mal. Hier. Find Random. Und hier kann ich jetzt tatsächlich B auswählen. Alpha-Sektor, Beta-Sektor. Ja, ich will in den Beta-Sektor. Sehr geil. Beta-Cerus. Wo gehen wir denn als erstes hin? Beta-Iota. Beta-Cerus 07. Hört sich doch gleich mal gut an, oder? Oh Gott. Da kann... Alter, wie riesig ist denn das? Wohin? Find Random nochmal. Wenn ich hier auf Alpha gehe, dann hat es hier so viele Sterne. Und wenn ich jetzt irgendwo hier draufklicke, hat es hier nochmal Planeten und die haben dann jeweils einen Planeten und einen Mond. Oh mein Gott, ist die Welt riesig. Ist ja übertrieben. Und ich ärgere mich hier rum, dass ich auf meinem Eisplaneten festsitze, beziehungsweise auf meinem Asteroidenfeld. Und dabei habe ich wahrscheinlich 10.000 andere Planeten um mich rum, wo ich einfach nur hinfliegen muss. Naja, jetzt freue ich mich mal nicht zu früh. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Benzin das denn benötigt. Aber ich will jetzt auf jeden Fall in den Beta-Sektor. Ich habe eine super Waffe. Ich habe soweit die Rüstung auch relativ okay aufgerüstet. Nicht. Ich habe nicht mal eine Eisenrüstung, eine gescheite. Aber meine Waffen sind auf jeden Fall total OP. Deshalb Beta-Sektor, ich komme. Gut, Beta. Moment. Cerus, habe ich doch gerade gesagt. Der ist jetzt schon wieder weg, oder was? Bin ich jetzt schon wieder irgendwo anders hingezoomt, aus Versehen? Moment. Weg. Nochmal neu. Oder wird es jedes Mal irgendwie neu generiert, solange ich nicht hinfliege? So, Beta. Und hier war doch jetzt irgendwo Cerus. Ne, das ist irgendwie komplett neu jedes Mal. Alles klar. Dann gehe ich jetzt hier zu Beta Tau CMA Minoris. So, wo will ich jetzt dahin? Irgendwo mal hier hin. So. Und hier sieht es eigentlich ganz schön aus. Biom Forest. Oh mein Gott. Oh, wie gut. Forest. Wald. Ah, ich liebe Wald. Threat Level 2. Genau, wir sind also Level 2 jetzt. Und dann will ich jetzt genau hier hin. Für 200 Fuel. Really? Okay, ich will da doch nicht hin. Moment, nochmal. Find Random. Wie viel kostet es denn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel zu dem Planeten hier will? Zu Snow Forest. Auch 200. What? What? Okay, das ist viel. Find Random. Warte mal, jetzt, wenn ich jetzt hier Go Home klicke, was passiert dann? Ich probiere es einfach mal.
probieren, geht über studieren. Okay, also dann, ja toll, dann bin ich wieder daheim, schön. Find random. Ah, okay, kann ich hier irgendwas... Ach, hier kann ich Koordinaten eingeben. Oha, okay, Moment, go home. Das sind die Koordinaten. Moment, die muss ich mir jetzt kurz aufschreiben. Ah, Stift, Papier. Also, und dann, weil ich glaube, ich kann es nicht markieren, oder? Nee. Also, 1, 8. Oder sind es sowas wie Seeds für Minecraft? Wahrscheinlich. 1833 9094 und 9295 4100. So. Okay, find random. Und jetzt gebe ich hier mal. So, 1833 9094. Und hier. So war das Minus. Ne, ich glaube, das war Plus, oder? Wenn nicht, schreibt man es nochmal mit Minus. 9295 4100. Aha, also hier ist tatsächlich mein Heimatplanet, wo ich bin. Das ist ja geil, dass man da so navigieren kann. Oh mein Gott, wie riesig ist die Welt denn? Wie cool. Ha. Und jetzt, was ich machen will, ist nämlich jetzt direkt zu einem Nachbarplaneten fliegen. Am besten mal zu dem hier und dann gucken, wie viel denn eine Reise dahin kostet. Hier wird es ein bisschen heiß sein in der Nähe von der Sonne. Hier sind ja auch solche, die unterschiedlichen Farben. Mal gucken, was ist das jetzt? Arid. Das wird heißen, dass es da relativ... Ah ne, Forest. Forest, Arid, okay. Jetzt dachte ich, dass da vielleicht heiß ist oder so. Na gut. Moment, zurück. Nee, nee, ich will nicht chatten. Toll, jetzt find random, dann bin ich ja wieder irgendwo. Aber ihr habt es gesehen, das hat gerade auch 200 Fuel angezeigt. Also um zu einem neuen Sternensystem zu kommen, muss man wohl 200 Fuel zusammenkriegen. Okay, also dann haben wir doch nicht so viel verpasst mit unserem... Moment, oh verdammt, jetzt habe ich hier gechattet. Moment, wie kriege ich das wieder weg? Ich will nicht chatten. Ich will nicht chatten. Kann ich... Ich will laufen. Ich will nicht mehr chatten. Ja. Ah, jetzt, okay. Ah, da! Genau. Genau das wollte ich sagen. Ah, da! Okay, und verschwinden tut er wieder von alleine. Alles klar. Gut, okay, wir haben einiges rausgefunden. Wir wissen, dass wir 200 Fuel brauchen, um zu einem anderen Sternensystem zu gelangen, egal zu welchem. Das finde ich ein bisschen dumm, aber okay. Wir wissen, wo unser Heimatplanet ist. Wir haben uns sogar die Koordinaten aufgeschrieben, falls wir später nochmal zurückkommen wollen. Und ja, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall in den Beta-Sektor, weil im Alpha-Sektor jetzt einen anderen Planeten noch... Okay... einen anderen Planeten noch zu untersuchen. Da habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr drauf, muss ich sagen. Can't land. Okay, da kann man nicht landen. Moon. Moon. Arid. Okay, also wir können noch einige Biome auf jeden Fall entdecken. Wir werden in Beta-Sektor aufbrechen, sobald wir genug Benzin haben. Was auch immer als Benzin gut ist, muss ich noch ausprobieren, was man da als Benzin verwenden kann, außer Kohle. Und dann geht's im nächsten Part weiter in den Beta-Sektor. Und ja, wie gesagt... Eine Art Levelaufstieg haben wir jetzt geschafft, dadurch, dass wir den Boss besiegt haben. In der Folge sind wir allgemein relativ viel schlauer geworden und in der nächsten Folge geht es dann weiter in eine neue Galaxie, beziehungsweise je nachdem, ob wir genug Treibstoff vielleicht schon haben, in eine neue Galaxie oder eben nochmal auf Treibstoffsuche und dann erst in eine neue Galaxie. Ich hoffe, der Part hat euch wieder gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao!